So, und dann schalte ich mal schon mittendrin in der Schlafphase ein, weil unser Thibaut ein kleines Blasenproblem hat während des Schlafens. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unterbrechen soll oder ihn ausschlafen lasse. Ich gucke, ob wir das vielleicht beides hinkriegen, dass er ausgeschlafen ist und dann trotzdem noch rechtzeitig auf Toilette kommt. Man ist noch nicht auf Anschlag. Vielleicht wird er von alleine auch wach. Schauen wir mal. Doof, wenn er sich im Bett einlässt. Das würde dann sein Selbstbewusstsein sehr schaden. So, jetzt ist schon tiefrot. Hat er jetzt ausgeschlafen, das ist gut. Oh. Träumt noch nicht von Toilette. So, was soll ich machen? Reduzieren wir auf normale Geschwindigkeit. Dann gebe ich ihm mal den Auftrag ab. Und sie macht jetzt, was macht die? Gerade, die schläft auch gerade. Okay, der Fernseher ist kaputt. Reparieren, ersetzen, 250. Selbst engagieren. Du selbst engagieren, so. So, schalten wir hier um. Der hat gepupst, die Sau. So, okay, kommt ein Handwerker. So, also muss er mal so langsam aufwachen. Man muss auf Toilette. Ja. Den Auftrag hast du schon bekommen. Kannst hingehen. Wenn du dich beeilst, schaffst du es noch. Komm, Timo, was schaffst du? Komm. Komm, komm, komm. Oh, der muss laufen. Der läuft, der läuft, der läuft. Zack, 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 zack. So. Jetzt sehe ich Flammen auf der Fernseher. So. Ja, sie ist ja so froh, dass er eigentlich keine Windeln mehr braucht. Hat natürlich immer noch eine. Oh. Huch. Sie läuft weg. Was ist das denn für ein Handwerker? Hallo? So. Macht das keine. Ja, er freut sich, geschafft. Ja. Er muss noch mehr. Was? Also, er hat doch schon leer. Das macht ihm wohl Spaß. So, ja, aber er will das gar nicht. Doch, jetzt kommt sie. Hat er sie überzeugen müssen, dass er das macht? Glücklich. So. Hat sie schon repariert, siehst du wohl, ging ja schnell. War es teuer? Nö, war nicht teuer. Wir sollten auch vielleicht einen moderneren Fernseher mal bei Zeiten holen. Aber noch verdient sie nicht gut. So. Spielen, ja. Ach ja, wie ihr seht, einmal Outfit wieder getauscht, so, ein anderes. Mal sehen, dass ich das regelmäßiger mache, Outfits tausche. So. Also wenn Timo noch fertig ist mit Spielen, dann ist natürlich auch hier Outfit ändern, die Alltagskleine, zack, ne, wenn er fertig ist. So. Kann die ganze Tag und Nacht Sachen rumlaufen. Kann nur auf Töpfchen gehen, kann nicht sagen, muss getauscht werden. Mal hier die Madame hier, die wird es hier nochmal säubern. Und was sie noch machen wird, das Essen. Ich nehme in den Landspringen. Auf dem Essen auch mal weglegen. So. Nicht, dass es kaputt geht. So, jetzt gehen wir wieder auf Timo zurück. Und den geht es ja hauptsächlich. Was kann ich ja noch machen? Kann er das Outfit spielen? Was kann er spielen? Kann doch spielen. Der kann damit spielen, tatsächlich. Oh, was haben wir da gefunden? Hä? Und das denn hier? Okay. Der Mann, der will den Stopp nicht. Was hat er denn da? Noch mehr? Fernbedienung? Was findet er ständig? Sieht aus wie eine Fernbedienung. Ja, er findet eine Fernbedienung. Okay, dann schmeißt er dann weg und dann findet er sie wieder. So, also okay, so Spaß ist also kein Problem. Hunger hat er. Gut.
Dann lassen wir erst seinen Job. Na, Hilfe, so. Essen bitte. So. Jetzt essen. So. Hier ist ein neues Outfit. Ja. Das ist doch gut, ne? Ist gelungen. Ja, sieht gut aus. Passt auch gut zu ihm. So. So, und was gibt's heute zu essen? Joghurt. Sieht aus wie Joghurt. Oh, Joghurt mit Erdbeeren oben drauf. Mm, das sieht lecker aus. Ja, gut. Die Mundbewegung müssen sie noch verbessern. Okay. Also schon so geht's. Okay, es geht schon. Naja, es geht. So. Was will er in die Luft jagen? Ja, kann auch nur spielen, ja? Ist fertig, so. So, sie ist am Essen. Wo ist er denn? Ah, liest Buch. Okay, ist ganz okay, aber du musst ihn hochheben. Er muss raus da. So. Das Energie ist ja voll. Ist total erholt. Draußen irgendwas zu erleben. Draußen gucken wir mal. Draußen ist nachts. Okay, er hat ein Kind draußen nichts zu suchen, ne? Nachts. Okay, dann gehen wir wieder rein. Dann kann er spielen gehen. Mit Spielzeug spielen. Spielzeug kaufen. Ne, Spielzeug spielen. Was hat er denn? Er hat ja reichlich hier. Was haben wir denn? Ach, nehmen wir hier die Actionfigur. Alles klar, auf geht's. Da müssen wir mal rausholen. Ja, liest Buch. Ich habe doch gesagt, er soll ihnen helfen. Holt sie ihn raus? Ja, sie holen raus. So. Okay. Zack, da läuft er los. Hey. Gerade um ihn herum. So, er weiß nicht, was er will. Ich meine, da hinten ist auch ein Buchregal. Ich glaube, im Schlafzimmer ist auch noch ein Buchregal, oder? Ja, da ist auch noch ein Buchregal. Und trotzdem hängt er immer vom Kinderbuchregal. Interessant. So, er spielt mit seinen Actionfiguren. Ja. Was denn? Helfen Prinzessin, Raumfahrt. Okay. Das hat er alles so gedacht. Okay, die Prinzessin-Kutsche kommt oft. Und ein Expalibur-Schwert. Alles klar. So, es läuft, es läuft, es läuft. Okay. So. Ich hoffe, der Fernseher stört nicht im Hintergrund. Ich habe nebenbei den Gronk-Stream laufen. Heute ist ja wieder Friday. Und ist ja wieder Gronk-Zeit. Das muss ich dann nebenbei leider laufen lassen, weil sonst schaffe ich meine Aufnahme nicht. Ob er läuft bis jetzt? Läuft, es läuft. Schaltet er mit der Figur. Muss mir ja Sorgen machen. Was hat sie denn jetzt? Stellt sich ja mitten im Bild. Kann man mitspielen hier? Spiel doch mit. Kann man sie? Nee, kann man nicht. Kann sie noch nicht? Kann er noch nicht, meine ich? In dem Buch rum. Kann er mit dem Buch was anfangen? Nee, kann ich nicht anfangen. Aber alles in grün bei ihm. Sie ist müde. Wo ist sie denn müde? Warum geht sie denn nicht schlafen? Muss ja nicht wach bleiben. Geschlafen. Aber erstmal, warte, warte, vorher Zähne putzen. Wenn ich sie schon steuere, muss sie natürlich erstmal Zähne putzen. So. Ja, den ist weggeräumt hast und dann. So. Schlafen. So. Der kleine oh, der muss auch ins Bett. Okay. Der lässt ihn dann sitzen und Timo liegen. Ah, ne, falsch, falsche. So. Die wollte ich. Nickerchen machen. Sitzen. Geschichtenzeit. So.
Natürlich Geschichtenzeit. Also seine Energie ist aber hoch. Also muss man gar nicht schlafen. Na gut, er spielt ja auch noch. Alles klar. Das hat er auch ignoriert, den Auftrag. Okay. Dann dazu schauen, okay. Hagen Spielzeug reden. Das ist einfach nicht. Was hat er noch? Mit Spielzeug spielen. Das tut er ja gerade. Mit Spielzeug spielen. Na, was haben wir denn noch? Oh, komm, hier. Was haben wir hier? Den Piep-Roboter, da? Hm? Ja, die macht den finde ich gerade toll, ich weiß nicht. Ist alles gut bei ihm. Kann auch was Kreatives tun. Ich weiß gar nicht. Da drin. Buch lesen. Ja, guck mal, Geschichte für Bücher kaufen. Oh, guck mal, Buch lesen hier, komm her. Bibibel und die Rotluchse. Weiß nicht, hat er schon? Machen wir das mal. Geh mal weg. Leg die mal weg. Ich weiß, er ist ganz toll, aber du kannst ja mal ein bisschen Bildung, Bücher gucken. Wenn du es noch nicht lesen kannst. So. Pack das wieder zurück. Er packt sie wieder zurück. Habe ich nie getan als Kind. So. Er guckt nochmal rein. Er nimmt den raus. Okay. Ach, den hätte ich ja vorhin in Auftrag gegeben, ne? Stimmt. Aber da hat er diesen Wunsch erfüllt gekriegt. Das ist ja schon mal was. Was ist das hier? Umfug erzählen. Alles klar. Pass auf, dann streichen wir das. Und dann erfüllen wir mal seinen Wunsch. Dann geht er dahin. Freundlich und dann Umfug erzählen. Kurz mehr Auswahl. Prinzessin reden, Spielzeug, Spurhelden reden. Kaffee-Rede, Party-Reden, mehr Auswahl gibt's nicht, ne? Über Kunstreden, Zuschauer, umarmen, spielen, Nachttisch, knuddeln, Geschichten, Flash. Hier bitten, mitzumachen, Hilfe, gemein, Aktion. Ne. Gemein hier vielleicht? Ne. Hi, Hakim bitten, mitzumachen. Oh, kann er mitmachen. Das ist schon mal was, ja. So. Spielen zusammen. Auch gute Idee. Alle bleibt da stehen. Wollen wir etwas Umfug erzählen? Puh, was meint der denn damit? Tisch spielen, umarmen, knuddeln, Geschichten, Hilfe. Schauen, mehr Auswahl. Ja, Superhelden reden, Prinzessin reden, Superhelden reden. Na gut. So. So, dann beschleunigen wir es mal ein bisschen. Da, ein bisschen beschleunigen, bla bla bla. Also so richtig mitmachen tut er ja nicht. So. Okay, das beschäftigen wir richtig. So. Dann packen wir die scheiß Kiste da weg. Und jetzt ziehe ich mal was von der Superhelden. Ne? Ja, das denkt ja schon an Superhelden. Geht gleich los. Oh, was haben wir da noch? Lustig. Klopf, klopf, willst du erzählen? Lustige Gesichter schneiden. Umfugreden, da ist das. Genau. So, lassen wir mal plappern. Und das hat er auch erledigt. Sehr schön. Jetzt ihr, klopf, klopf, willst du erzählen? Aber sie schläft ja. Außerdem nehmen wir dann Rücksicht darauf, ne? Okay. Ja, sie schläft. Ich kann hier nichts erzählen. Okay. Hätte ja sein können. Na, dann fallen die erstmal raus hier. Die machen weg. Schläft ja halt, ne? Was ist das? Bitte ein Buch vorgelesen zu bekommen. Okay. Buch. Geschichten kaufen. Nee. Er liest Buch vor. Okay, liest du so ein Buch vor. So. Ja, ich suche was vor. Freundlich, Kunstreden, Flash, Geschichten, Hilfe war das, ne? Ja.
So, er muss auf Toilette. Er muss auf Toilette, warte mal. Darf ich hingehen? Oh, er ist eingeschlafen. Ach Mist. Ach Mist, er ist eingeschlafen. Ja, gut. Eingeschlafen. Bedeutet aber auch, die Folge ist immer wieder zu Ende. Alles klar. Ja, dann habt euch wohl. Bis demnächst. Wo diese Folge doch echt kurz war, ne? War ich so 10 Minuten oder so. Na, no, aber das ist egal. Ich mache immer bis zum nächsten Schlafstep. Obwohl seine Energie war noch nicht ganz unten. Er ist ein bisschen früh ins Schlafen geschickt worden. Nee, das zählt ja nicht. Wir müssen ihn ja schon runterwirtschaften, schlaftechnisch, ne? Wir werden unterbrechen lassen, wird nicht mehr geschlafen. Schlafen, schlafen, nicht schlafen. Hier, Schlaf vorbei. Hier, Toilette benutzen. Was haben wir schon? Zack. So. Wir stehen mal wieder auf. Gehen wir aufs Töpfchen und dann war so ein Wunsch, war ja noch hier Klopfklopfe zu erzählen. Okay, dann erzählt er ja. Freundlich. Mehr Auswahl. Nee, das nicht. Freundlich war es nicht. Dann war es lustig. Klopfklopfe zu erzählen. Danach, okay. So. Nee, das wäre auch zu früh gewesen. Vor allem, das sind 10 Minuten, die wir hier gespielt haben. Das hat mich schon gewundert. Also ein Energiebalken ist fast eigentlich mal so ungefähr, dass man da so 20 Minuten hat oder halbe Stunde. So, die Haushälterin ist da. Die ist aber schnell wieder gegangen. So. So, was hat er noch für Wünsche? Zur Musik tanzen. Okay. Tanzhilfe von ihm natürlich. So. Einschalten natürlich. Alternativ, Kinderkanal natürlich. Was ist das? Bitte nur um ein Buch vorgelesen bekommen. Der ändert so schnell seine Themen. So, dann machen wir das erstmal wieder aus. So. Machen wir es mal aus. Jetzt ist doch getanzt. So. Huch. Warum ist er traurig? Weinen wegen Traurigkeit. Okay. Traurig. Oh, ist er traurig? Warum ist er traurig? So, okay. Ja, Hunger muss ja auch mal sein. So, das wollte er zur Musik tanzen. Okay. Tanzen. Ja, ich weiß, ein Helden gefällt dir. Wir packen das mal zur Seite. Tanzen. Du wolltest zur Musik tanzen. So machen wir eben. Und dann hat er als nächstes Programm über Spielzeug reden. Okay. Dann über Spielzeug reden. Also nach. Okay, gehen wir gleich danach. So. Vorschein tanzen beizubringen. Das machen wir auch mal, das ist zusammen. Die Traurigkeit, warum ist er traurig? Ist alles hoch bei ihm? Energie ist so ein bisschen schwach. So. So, siehst du? Okay, aber Lernbalken sehe ich jetzt gerade nicht. Wie was tut. Alles klar. Dann machen wir Schlafenzeit. Hier sitzen und plaudern. Geschichtenzeit, genau. Geschichtenzeit, passt gut. Da schläft der Suse immer bei rein. Was wünscht er sich denn da? Ah, zufrieden mit Tanzen. Glücklich. Ihr seid glücklich, siehst du wohl. Klappt doch. Obwohl er Hunger hat. Sprechen. Tanzen. Erstmal hier Hilfe. Baden bitten. Baden ist noch gut. Essen bitten, so. Was? Wie gewohnt arbeiten, was? Der Boss von Sandra bittet sie, alles stehen und liegen zu lassen
um nach einer potenziellen Sensationsgeschichte Ausschau zu halten. Aber sie hat wirklich viel zu tun. Soll sie sich voll konzentrieren, wie man es von ihr verlangt, oder einen schönen Tag verbringen und hoffen, dass sie davon erfährt, wenn etwas passiert? Voll konzentriert, gewohnt arbeiten. Hä? Das verstehe ich das nicht. Der Boss von Sandra bittet sie, alles stehen und liegen zu lassen, um nach einer potenziellen Sensationsgeschichte Ausschau zu halten. Aber sie hat wirklich viel zu tun. Soll sie sich voll konzentrieren, wie man es von ihr verlangt, oder einen schönen Tag verbringen und hoffen, dass sie davon erfährt, wenn etwas passiert? Das ist komisch. Da hätten sie die Fragen auch alle stehen und liegen lassen, die anbieten müssen, oder voll konzentriert arbeiten, aber das ist komisch. Wie gewohnt arbeiten, voll konzentriert. Konzentriert. Konzentrieren, wie man es von ihr verlangt. Ich mach das mal, ich weiß das hier. Typisch falscher Alarm, nichts ist geschehen. Und Sandra hätte die ganze Wartezeit besser mit Schreiben verbringen können. Leistungsverschlechterung klein. Achso, also klein. Ist nicht so schlimm. Okay. So. Nee, Bette ist noch nicht auf Plan. Wir machen erstmal Essen. So, Hilfe. Essen bitten, ne? So, dann kommt dann auch Baden. Und wenn das dann vorbei ist, dann Geschichtenzeit. Das schafft er nicht mehr. Schlafenzeit, okay. So. Naja, und dann tanzen die ja noch, ne? So. Ja, das dauert noch, bis wir diese Einrichtung alle benutzen können. Das hat noch Zeit. So, jetzt kommt das nächste. Huch, flippt er darüber. Hey, er muss doch essen noch. Er hat doch Hunger. Der hat doch Hunger, er muss essen. Nein. Falsch. Essen. Er muss essen. Hilfe. Essen bitten. Das klappt so nicht. Das klappt nicht. Das ist so früh zum Schlafen. Wach auf wieder. Aufwachen. Ich weiß, du bist müde, aber er muss essen. Mess mit. Er muss erstmal essen. So. Na komm, mach ihn essen. Er hat doch Hunger. Komm. Ich mache das Radio mit der Wahlen aus. Das ist gut, dass man das unabhängig von den Sims tun kann. So. Oh. Dann tauscht er aus. Okay. Das macht er das ja mal stehen lassen. Dann wollte er nichts mehr machen. Er ist wütend. Er ist wütend. Okay. Ich hoffe, es geht gleich weg, das wütend. Wenn er das mal gegessen hat. So. Und dann baden wir ihn erst später. Das ist einfach schon zu müde. Dann schlafen Zeit dann. Ne? Okay. So machen wir das. So, hat er schon gegessen gleich. Jo, wird noch ein bisschen rumgeplanscht. Ist okay. So. So, hat alles. Ja, so fertig. Jetzt kann er schlafen. Ja, jetzt geht er ins Bett. Jetzt geht's ins Bett. Oh, wir haben noch relativ gute Laune dafür, dass da unten eigentlich ganz sputschig aussieht. Was hat er da? Ist er so rot? Hiking anbrüllen. Oh, nö, das willst du nicht. Hopp, aus damit. Nein, willst du auch nicht. Gibt's auch nicht. Mach weg. Nein, willst du nicht. Du willst schlafen jetzt. Der schläft endlich, jetzt ist vorbei.
Alles klar, toll von Schatzkarten. Na super, alles klar. Und wir haben dann wieder eine Folge geschafft und ich habe eigentlich nichts Sinnvolles gelabert. Ich muss mir vielleicht angewöhnen, mir Themen hinzulegen, die ich euch darüber noch so erzählen könnte. Man passieren tut ja genug auf der Welt, man hätte unendliche Themen. Aber so, ich weiß nicht, muss so spezielle Themen sein. Ich habe da, weil das, was man in der Tagesschau sieht und was auf der Welt passiert, ja, wie gesagt, das kann man in der Tagesschau oder anderen Nachrichtensendern schon erfahren. Und ja, die sind ja auch meistens grundlegend negativ, die meisten Nachrichten, wenig gute Nachrichten. Das stört mich so ein bisschen in den Nachrichten, dass da so explizit auf negative Sachen eingegangen wird. Also wenig gute Sachen, finde ich. Also es wird immer so nach Katastrophen gesucht, nach Verbrechen, nach Mördern, Politikern, Korruption und so. Es ist natürlich klar, es ist wichtig, aber es dominiert halt, finde ich. Das ist so meine Meinung. Ja. Oh, wenn ich hier so quatsche, ne? Ich weiß nicht. Oh, ich meine, ich habe auch zu wenig Zuschauer. Ich meine, ich kann ja sagen, schreibt in den Kommentaren, was ihr als Thema haben möchtet, worüber ich reden soll. Ne, erstmal schreiben Sie so nur die geringsten überhaupt einen Kommentar dahin, meistens so aus Eigenwerbezwecken, um Ihr Kanal auch zu verbreiten. Sollte ich eigentlich auch mehr tun? Ich habe aber eine, ich habe einfach nicht die Zeit dafür, jetzt alle so YouTuber durchzugehen und dann sagen, hey, ihr habt ein tolles Video, mal, toll gemacht und hast du gesehen und ja, ich habe dich geaddet, adde mich auch und solche Sachen. Nein, das ist nicht so ganz mein Ding. Ne? Ich habe es mal probiert so ein bisschen durchgegangen, habe es aber nicht so explizit gemacht, hey, adde mich auch oder so, sondern habe dann einfach Kommentare hinterlassen, ganz normale Kommentare. Hab mir ein Video angeguckt von denen, habe dann gesagt, was mir dann gefällt oder nicht gefällt und dann eben dann weitgehend auch positiv bewertet. Videos, die ich dann nicht so toll fand, habe ich immer gar nicht bewertet. Ja, so. Okay. Ja. So. Er schläft. Und ja, ich denke, jetzt haben wir so eine halbe Stunde voll und ich habe doch ein klein bisschen erzählt. Was anderes. Unabhängig von dem Spiel. Was ist da los? Irgendwas ist da wieder. Ja, was knistern hören? Hä? Was ist das? Der Kühlschrank ist kaputt. Ach du Scheiße. Siehst aber gar nicht da. Pass auf. Reparatur arrangieren. So. Okay. Das lassen wir natürlich reparieren. Ne? Wenn da einer in die Pfütze rennt, ist das nicht so gut. Das lassen wir reparieren. Warten wir noch ab. Ich muss gucken, dass nicht unser Timo da reinläuft. Das wäre blöd. So, ein bisschen an den Start kommen hier. Steigen wir? Ja, wo bleibt sie denn? Sie arbeitet noch, ne? Ja, die müsste ja bald nach Hause kommen. Da liest das vor. Hoffentlich geht das Ding nicht in Brand. Das wäre doof. Rauchmelder haben wir da stehen, okay. Okay. Das ist ja ein. Was in England? Nee, in England war es das Hochhaus. Das war eine Waschmaschine, glaube ich, ne? Was eine Waschmaschine in Flammen aufgegangen ist? Oder ein Kühlschrank? Bei Kühlschränken gehen gerne in Flammen auf. Also bei Kühlschränken müsst ihr aufpassen, dass ihr da. Jetzt ruft ihr den Techniker an. Dass ihr die Kühlschränke nicht zu dicht an der Wand stellt. Der Kühlschrank braucht hinten Luft. Weil hinten erwärmt er sich. Und da muss Luft zirkulieren, um die Wärme wegzutransportieren. Ist klar. Ne? Okay. So, wo bleibt denn das jetzt? Ah. Ah, kommt er ja schon, siehst du wohl. Ach, schon wieder die Frau. Die repariert das wieder. Okay. Repariert. So. Sehr schlechte Laune, warum auch immer. Die darf hier aufwischen. So. So. Die geht nicht ans Telefon. Nö, geht nicht ans Telefon. Okay, sie macht sauber. Und ja. Ja, wir haben da wieder eine Blasenmission. Timo wieder aufwacht. Alles klar. So, jetzt aber habt euch wohl. Bis demnächst. Und ja, ich guck mal, was wir dann sonst so zu erzählen haben.
Habt ihr wohl bis demnächst. Und ich werde noch ein paar Items, vor allen Dingen Klamotten reintun, weil ich einfach zu wenig Auswahl finde. Jetzt ist es natürlich schon gut, die ist schon brauchbar. Aber es geht noch mehr, ne? Ich habe noch was entdeckt, muss ich mal gucken. Ja, oder vielleicht noch ein paar Gegenstände. Aber man muss immer so aufpassen, weil ich habe da auch schon ein paar Kleidungsstücke, die bei ein bisschen rumbacken, wenn dann bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Da muss ich noch rausfinden, wie die kombiniert werden dürfen, damit die dann funktionieren. Alles klar. Ciao. Bis dann, euer Jockel. Tschüss.